Na, gerade dabei, was aus deinem Leben zu machen? Hohes Gehalt oder Kreativität? Bürohengst oder brauchst du frische Luft? Oder der Zahlentyp oder fürs Zwischenmenschliche zuständig? Wir sind uns sicher, du findest genau den Job, der auf deine Kreativität, auf deinen Charakter und auf deine Interessen zugeschnitten ist. Die Kombination aus deinen Eigenschaften, deinen Wünschen und Neigungen gibt es nur genau einmal auf der Welt, nämlich in dir. Wir sind uns sicher, dass du den Job deiner Träume genau findest und er dich erfüllen wird. Um den Chef der Einsatzstelle deiner Träume davon zu überzeugen, dass du genau der Richtige für sie bist, haben wir jetzt ein paar Tipps und Tricks für dich gesammelt, die dir den Weg dahin etwas erleichtern sollen. Viel Spaß! Bewerbungsanschreiben, so geht's. Ansprechpartner, für eine persönliche Anrede solltest du zuerst im jeweiligen Unternehmen einen Ansprechpartner ausfindig machen. Dies führt dazu, dass die erwähnte Person sich angesprochen fühlt und sorgt für einen guten ersten Eindruck. Kopfzeile. In die Kopfzeile gehören Name und Adresse des Absenders und Empfängers. Betreffzeile. In der Betreffzeile muss unmissverständlich formuliert werden, für welche Stelle du dich im Unternehmen bewerben möchtest. Einleitungssatz. Der Einleitungssatz ist maßgebend für den Erfolg deiner Bewerbung. Wichtig hierbei ist, mit dem stärksten Argument zu beginnen. Gründe für die Betriebswahl. Eine geschickte Verknüpfung deiner Qualifikation mit den erforderlichen Kompetenzen der ausgeschriebenen Stelle ist sinnvoll. Wichtig für das Anschreiben ist ein kurzer, präziser Schreibstil. Verkaufe dich so gut wie möglich, ohne zu übertreiben und unglaubwürdig zu wirken. Runder Schluss. Ein gut formulierter Schluss rundet dein Anschreiben ab und hinterlässt einen guten Eindruck. Als nächstes kommen wir zum Lebenslauf. Die Überschrift gehört an erster Stelle. Schön, groß, zentral. Es ist zu beachten, dass der Lebenslauf tabellarisch erstellt wird. Er beginnt mit den persönlichen Angaben. Name, Alter, Adresse, alles, was dazugehört. Danach folgt die Familie, Eltern und gegebenenfalls deren Beruf. Nun kommen wir zum wichtigsten Teil, der möglichst lückenlosen schulischen Laufbahn. Von Grundschule bis über Gymnasium, dem freiwilligen Jahr und zum Studium. Zu guter Letzt werden die Interessen und Hobbys aufgezählt. Dazu gehören auch die Sprachkenntnisse oder Auszeichnungen. Die Zertifikate darf man dabei natürlich nicht vergessen. Ans Ende setzt man noch das Datum mit Ort und seiner jahrelang geübten Unterschrift. Und schon fertig. 10 Dinge, die du nicht tun solltest, wenn du eine Bewerbung schreibst. Nummer 1. Einen unseriösen Eindruck machen. Zum Beispiel mit deiner E-Mail-Adresse. hotbunny@gmx.de. Nummer 2. Extreme Umgangssprache. Hey, voll korrekt. Lol, cooler Beruf. Nummer 3. Verschiedene Schriftfarben, Größen oder Arten. Nummer 4. Rechtschreibung und Grammatikfehler. Nummer 5. Formatlosigkeit. Keine Absätze, falsche Seitenabstände und so weiter. Nummer 6. Übertriebenes Eigen- oder Firmenlob. Ich bin so toll und in diese tolle Firma mit dem tollen Chef passe ich ganz bestimmt rein. Nummer 7. Übertriebene Computereffekte. Zum Beispiel Zwinker-Smileys, Schatten oder Animationen. Nummer 8. Ein falscher Ansprechpartner. Frau Meier statt Herr Meier oder eine falsche Namensschreibweise. Nummer 9. Standardfloskeln. Hiermit bewerbe ich mich um oder mit großem Interesse. Und die Nummer 10, eine verdreckte Bewerbung.